Guten Morgen, heute wieder Neues aus dem Garten und ja, einfach ein paar Impressionen aus meinem Gartenalltag. Die sind aus den letzten 1-2 Monaten und ja, viel mehr als ich jetzt zeige, haben wir auch gar nicht gemacht. Ich habe hin und wieder mal wegen dem Gartenvorstand, ihr erinnert Euch an das letzte Video, Rasen gemäht und ich habe vor allem geerntet, was ich natürlich auch nicht jedes Mal aufgenommen habe. Permakultur eben, einfach die Natur Natur sein lassen. Aber nun viel Freude mit ein paar Eindrücken der letzten 1-2 Monate aus meinem Garten. So, der Live-Musiker hätte mich 100 Euro gekostet und da habe ich mir einfach den Jasper eingeladen. Da ist auch nur Rohkost und billiges Zeug und da habe ich vielleicht 5 Euro sozusagen bezahlt und habe jetzt die Live-Musik. Bei der Musik noch, schön, schöne Untermalung. So, und hier mache ich jetzt 2 Süßkartoffeln rein. Das sind die habe ich zu Hause keimen lassen. Also, ja, das ist die eine und das ist die andere und die Süßkartoffeln pflanze ich jetzt hier ein. Und hier sieht man mal, wie so eine Schnecke so ein Blatt isst. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt scharf wird. Ich weiß gar nicht, wo es eigentlich ist. Jetzt sieht man es, wie sich das schön das Blatt schmecken lässt. Ganz relaxed. Schön. Sie hat einen ganz kleinen Mund. Kommt das noch näher hier? Will sie nicht stören beim Essen? Seht ihr das, wie die Schnecke den Salat mampft? In aller Ruhe. Das könnte den Schnecken nie was antun. Seht ihr den kleinen Mund, wenn es mal reingeht? So, meine erste Kirschenernte dieses Jahr. Und zwar ist hier ein Nachbar, der seinen Garten nicht mehr pflegt. Und da sind halt sehr viele Kirschen, also ein großer Kirschbaum. Und ja, wir haben gerade gewogen, 4 Kilo Kirschen, die ich sozusagen jetzt heute und morgen essen werde. So, jetzt ist der Tag gekommen, wo ich meinen Feigenbaum versuche einzubuddeln und dass der quasi den Winter hier draußen überwindet. Das wird das Loch. Ich habe lange gesucht, das ist relativ nah am Pflaumenbaum. Aber es gibt nicht mal so viele Plätze im Garten, wo ich den machen könnte. Also hier kommt der Feigenbaum rein und ich zeige euch mal den Feigenbaum. Hier wachsen ein bisschen Tomaten, muss ich mal ausgeizen. Hier, das ist der Feigenbaum. So, und den will ich dieses Jahr im Winter reinmachen und ich werde unten wahrscheinlich die Dinger abmachen und daraus Senker bilden. Das heißt, dass ich daraus quasi neue Feigenbäume mache. Weil die Feigen haben so gut geschmeckt und das war so geil. Und wenn der nicht wird, wenn der im Winter verkommt, kann ich hier unten mit den Feigen, die ich zu Hause in der Wohnung quasi jetzt ziehe, dann habe ich da wieder eine neue Feige und so. Und alles für 50 Cent aus dem Baumarkt, das muss man sich mal vorstellen. So, da ist das gute Stück. Rausgehebelt aus dem Ding. Dieser Baum hier, das ist ein Eckerwenzmann. Ich glaube, so großes Ding habe ich noch nie umgetopft. Ich sage Schuhgröße 46. Das ist mal ein Topf. Und jetzt habe ich jetzt hier ein Loch gegraben und da werde ich den jetzt reinmachen. Ja, und dann hoffen, beten, bangen, dass der Feigenbaum weiter Feigen trägt. Ne? Und nicht nur im Topf. Das werden wir sehen. Hoffentlich ist der erste Winter nicht ganz so hart und dann passt das. Und nun steht der Feigenbaum da, eingepflanzt. Ein Feigenbaum in meinem Garten und ich hoffe, dass er auch trägt. Beziehungsweise tragen tut er, aber dass er nicht eingeht im Winter. Das ist das Problem. Vielleicht werde ich ihn im ersten Winter ein bisschen einpacken. Aber es gibt Feigen, die sind im Winter hat bis minus 15 Grad. Da ich die halt als verkrüppeltes Blatt für 50 Cent gekauft habe, weiß ich nicht, was das für eine Feige ist. Aber ich bin guter Dinge. Denn wäre es von wirklich so einer verkrüppelten Sache zu einem richtig geilen Feigenbaum, der letztes Jahr über 20 Feigen und reife Feigen gemacht hat, das ist ein richtiger urwüchsiger Baum. Und von daher ist mein neues Prunkstück im Garten eingepflanzt. So, und jetzt habe ich hier meinen Komposthaufen. Da haue ich hier, sieht man ja hinten vielleicht, genau, 2 Fehler rein und mache einfach, ja,
alte Platten, die habe ich kostenlos bekommen, alte Platten rein. Und ja, das mache ich auf allen drei Seiten. Vorne lasse ich offen und da habe ich hier mal einen richtig großen neuen Misthaufen. Meine erste Himbeerernte. Sieht gar nicht so viel aus, aber ich freue mich total. Himbeeren, ich liebe Himbeeren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.